Ja, willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs, Herr Scholl. Wir setzen unser Gespräch über den kurzen Aufstieg und langsamen Fall von Caspar David Friedrich fort, vor einem Hauptwerk von Karl Friedrich Lessing, die tausendjährige Eiche aus dem Städelmuseum in Frankfurt. Wir befinden uns sozusagen in der zweiten Sektion der Ausstellung Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker mit dem Titel Stille Schau auf die Landschaft, Andacht in der Natur. Wir wollen darüber sprechen, warum die Düsseldorfer Malerschulen, allen voran Karl Friedrich Lessing, Friedrich den ersten Rang unter den romantischen Landschaftern streitig gemacht hat. Und dazu muss man vielleicht noch kurz vorab erwähnen, dass Sie ja schon ab 1827 mit spektakulären Auftritten in der Akademieausstellung in Berlin aufgetreten sind und später dann, einige Jahre später, 1836, ganz wichtig in unserem Kontext, dann in Dresden mit einer aufsehenerregenden Show auf sich aufmerksam gemacht haben, die auch wichtige Spuren bei den Dresdner jungen Künstlern hinterlassen haben. Während sich also die Dresdner sozusagen an den Düsseldorfern orientiert haben, wurden die Düsseldorfer als die neue Avantgarde gefeiert. Und währenddessen ging es Friedrich im Grunde ja gar nicht gut. Er war erkrankt und verarmt, ein schwieriges Dasein. Und ausgerechnet sein Freund, Karl Gustav Carus, der Leiter der damaligen Kunstverein, holt jetzt die Düsseldorfer nach Dresden und macht damit Konkurrenz. Also, was passiert? Was sehen wir? Wir sehen ein mittelalterliches Paar. Es hält an auf einem Ritt durch einen sehr märchenhaften Wald und sie knien nieder für ein Gebet. Die Figuren nehmen wenig Raum innerhalb der Landschaft ein, aber wir Betrachter spüren gleich, diese Landschaft ist nicht gefährlich. Die Figuren sind nicht der wilden Natur ausgeliefert. Und die wilde Natur ist aber doch eine Art Schutzraum für die Menschen. Anders als beispielsweise beim Mönch am Meer von der Berliner Nationalgalerie, da sieht man, wir haben bewusst diesen Kontrast auch gewählt, sieht man sehr schnell, dass der arme, kleine, einsame Mönch sozusagen dem grenzenlosen Tiefe der Natur ausgesetzt ist. Herr Scholl, was ist eigentlich der Grund, warum sind die Düsseldorfer so viel mehr erfolgreich als Caspar David Friedrich? Sicherlich ein Grund, dem Märchen, die sie erzählen, aber es gibt doch sicherlich noch weitaus mehr Gründe, warum die Düsseldorfer Caspar David Friedrich verdrängt haben. Ja, ich denke, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass das, was uns heute so anzieht, dieses Reduzierte, dieser Zusammenklang von ganz wenigen Farbschichten, dieses Zurückgenommene des Mönchs am Meer, dass das in dieser Zeit, so in den 1820er, 30er Jahren bis in die 1870er, 80er Jahre, eben gerade nicht angesagt war, sondern was man schätzte, war die Mannigfaltigkeit, die Vielgestaltigkeit, natürlich auch das Erzählerische. Und da, und das muss man sich immer heute klar machen, galt Lessing wirklich einfach als besserer Maler. Und diese tausendjährige Eiche ist ja auch wirklich wunderbar gemalt. Das ist ein tolles Bild, wenn man schaut, wie mannigfaltig das ist, wie mit den Bildgründen gearbeitet wird, mit kalten und warmen Farben. Und dann erzählt er noch so schön. Also das ist etwas, was den Leuten damals einfach sehr gut gefiel. Da geht es auch nicht nur um Ernst, was ist unterhaltsam. Natürlich ist das Lessing-Bild sehr viel unterhaltsamer als dieser fröstelnde Mönch. Es ist einfach auch ein sehr gut gemaltes Bild, das muss man sich klar machen. Und es erfüllt eben andere Funktionen als der Mönch am Meer, Funktionen, die in den 1820er, 30er Jahren einfach willkommener waren. Also im Grunde ist es natürlich das Erzählerische, das ist klar, das Märchenhafte, die zum Teil auch humorvollen Geschichten, aber es ist eben auch, wie Sie sagen, die Historie, die wichtig ist. Wir sehen hier ein Bild von Karl Friedrich Lessing, die Belagerung aus dem Kunstpalast in Düsseldorf, als Vergleich. Allerdings muss man auch ehrlich sein, in der Rezeption war es durchaus unterschiedlich. Lessing ist nicht nur bewundert worden, sondern Lessing ist ja auch von prominenter Seite kritisiert worden, von unter anderem Friedrich Theodor Fischer,
dem berühmten Kunstschriftsteller. Und er sagt, was soll denn überhaupt diese Staffage? Also da geht es um einen ganz wichtigen Aspekt innerhalb des Bildes. Was für eine Staffage ist eigentlich die richtige innerhalb einer Landschaftsmalerei? Und er schreibt, er sagt, um das kurz zu zitieren, aber was schleicht sich zwischen unsere Betrachtung, welches frostige, unzeitige Grübeln stört unsere Empfindung? An der Eiche ist ein Muttergottesbild, vor ihm kniet betend eine Dame und ein Ritter in wohlgewählter romantischer Garderobe. Aber was sollen diese Leutchen, fragt er, sind sie nur so unterwegs oder hat der Ritter die Dame entführt? Und beten sie nur für das Glück über Liebe? Also er fragt letztlich nach der Beliebigkeit der Staffage. Ja, und er fragt natürlich danach, was es soll, dass man eine an sich wunderbar gemalte Landschaft nochmal so spezifizieren muss. Ja? Also warum ist das überhaupt nötig, da zwei solche Leutchen da reinzumalen? Und das ist interessant, weil das ein Vorwurf ist, den kennt man auch aus der Friedrich-Kritik. Also da sind die beiden durchaus wieder relativ nah beieinander, auch wenn die Staffage bei Friedrich natürlich ganz anders aussieht. Aber dieses, kann man sagen, vielleicht Aufbrezeln oder dieses Vertiefen oder Pointieren von Landschaft durch Staffage, das ist eigentlich etwas, was Friedrich und Lessing eigentlich beide tun, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Trotzdem war Fischer in den meisten Fällen ein großer Bewunderer von Lessing, ein sehr großer Bewunderer von Lessing. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Lessing ein sehr vielgestaltiger Maler war, dass er eben nicht nur Landschaften gemalt hat, sondern dass er auch ein sehr bedeutender Historienmaler war, der also bewegende Historien gemalt hat. Wir sehen ja im Vergleich die Belagerung eines Kirchhofs im Dreißigjährigen Krieg. Im Grunde ja auch so eine Mischgattung, ne? Landschaft und eben Historie, das war ja auch eine Stärke in gewisser Weise. Ne? Genau, das war eine Stärke. Und da waren die Düsseldorf einfach viel avancierter als alles das, was die Dresdner in der Zeit gemacht haben. Es ist also durchaus hat seinen Grund, weshalb die Düsseldorfer einfach in dieser Zeit die führende Künstlergruppierung in Deutschland sind. Also mir schien immer ganz interessant, ich habe das so mal so genannt, dass Lessing quasi der profane Romantiker war. So erschien es mir immer durch die Quellen, denn er ist ja doch auch von vielen Seiten in Anspruch genommen worden, unter anderem ja auch von den Linken damals, den sogenannten Junghegelianern. Also das kam denen ganz zu Pass. Sie haben seine Kunst sozusagen benutzt für ihre politische Botschaft. Ja, das ist eben auch ein Aspekt dieser Vielgestaltigkeit. Also die Düsseldorfer hatten für viel mehr Gruppierungen etwas zu bieten, für konservative Katholiken genauso wie für diese Junghegelianer, zu denen übrigens auch Marx gehört. Ja? Mhm. Also da ist einfach die Düsseldorfer Malerschule viel breiter aufgestellt und das, was wir heute an Friedrich schätzen, diese Ruhe, dieses Kontemplative, ist eben etwas, was gerade die politisch progressiven Kräfte dieser Zeit, wir sind ja im Vormärz in der Zeit vor der 48er Revolution, eigentlich gar nicht mochten. Die wollten Bilder, die die Leute auf die Straße treiben, die zur Aktion anstiften. Und ein Mönch mehr kann das nicht. Ja, ja, aber was mich auch noch sehr, was ich sehr spannend fand, war, dass da im Grunde auch ein anderes Künstlerbild dahinter stand. Also Friedrich hat man ja immer vorgeworfen, diesen grübelnden Melancholiker, eigentlich so eine gewisse Schwäche. Und Lessing galt ja immer, Sie haben es vorhin auch gesagt, als der Kräftige, als derjenige. Was steckt da eigentlich für ein Künstlerbild eines männlichen, kräftigen Genies dahinter? Können Sie dazu noch etwas sagen? Ja, das spielt tatsächlich eine wichtige Rolle. Und das ist auf der anderen Seite natürlich auch das, was Friedrich später wieder so prominent gemacht hat, dass er sozusagen den Typus des einsamen, unverstandenen Künstlers repräsentiert. In dieser Zeit, über die wir hier reden, möchte man soziale, engagierte Künstler, also auch etwas, was heute eigentlich ziemlich modern ist, ja? Künstler, die zu Zeitfragen Stellung nehmen und die eben aktivieren, also ja, man kann sagen aktivistische Künstler, in dieser Zeit eigentlich sehr stark gekoppelt mit einem Ideal von Männlichkeit, von Maskulinität, von Stärke, von Kräftigkeit, dem eben die ganze Romantik widersprach. Ne? Und dieses Bild hat sozusagen etwas Revolutionäres, aber aus heutiger Sicht natürlich auch wiederum etwas höchst Fragwürdiges. Also ein neues sozusagen Ideal eines Künstlergenies. Ja. Und eines sozialen und politisierenden Künstlers. Ja.
Und das war viel mehr als Friedrich. Wir sind schon wieder am Ende unseres kurzen Gesprächs angekommen. Ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich und wir werden uns dann zu der dritten Sequenz wieder zusammenfinden. Vielen Dank, Herr Scholl. Gerne.